Der absolute Klassiker, Torta della Nonna, der wohl bekannteste Kuchen Italiens. Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir diesen leckeren Kuchen mit Vanillecreme, Mürbeteig und Pinienkernen und das alles mit Urdinkelmehl. Ich beginne gleich mit dem Mürbeteig. Da mache ich einen geriebenen Teig. Das ist eine Variante, wo zuerst Butter und Mehl zusammen gerieben werden, damit sich die Fettschicht der Butter dann über das Klebereiweiß legt und so wird der Teig weniger zäh. Ist bei Urdinkel viel weniger problematisch als bei Weizenmehl. Du kannst generell eigentlich alle Weizenmehle im Mürbeteigen auch mit Urdinkelmehl ersetzen. Ich beginne hier 500 Gramm Urdinkelmehl hell in die Küchenmaschine. 250 Gramm Butter dazu. Prise Salz. Orangenabrieb. Nach Belieben Orangenabrieb beigeben. Bei mir war es jetzt fast eine ganze Orange. Ich liebe diese Säure hier, dieses Frische der Orange. Darum darf es bei mir gerne etwas mehr sein. Küchenmaschine starten und alles schön durchmischen. Genau so muss das aussehen. Butter und Mehl haben sich schön verbunden. Es duftet schon extrem nach Orange hier in der Küche. Zwei Eier dazu schlagen. Gramm Hello Sweetie oder Kristallzucker dazu. Küchenmaschine schließen und alles zu einem Teig kneten. In einer Folie einschlagen, ziemlich flach. Und eine Stunde im Kühlschrank durchkühlen lassen. So Freunde, weiter geht's mit der Vanillecreme und dazu 750 Gramm Milch in einen Kochtopf. 160 Gramm Hello Sweetie dazu. Alles einmal durchmischen. Hier auch noch Orangenabrieb dazu. Nur die äußere Schicht abreiben, nicht aufs Weiße runter, weil das wird wieder bitter. Eine Vanilleschote halbieren. Und die Samen auskratzen. Alles zusammen aufkochen. Parallel dazu die Eigelbmasse ansetzen, zwei Eier in eine Schüssel rein. Dann zwei Eigelb, hier Eiweiß trennen. Prise Salz dazu, 60 Gramm Maisstärke. Alles gut durchmischen. Gut aufkochen lassen, dann hier einen Schluck an die Eigelbmasse geben, alles durchmischen und das Ganze hier schön einrühren. Fängt gleich an, schön einzudicken. Zur Sicherheit noch einmal zurück auf den Kochherd und das Ganze einmal aufblubbern lassen. Das ist das Zeichen, dass die Stärke schön abgebunden hat. Dann durch ein Sieb passieren. Zum Schluss noch 20 Gramm Butter unter die Creme ziehen. Wunderschöne Creme. Alles, was Vanillecreme drin hat, kommt ja bei euch sehr, sehr gut an. Mit einer Folie direkt auf die Creme runterdrücken und im Kühlschrank auskühlen lassen. Eine Stunde später, weiter geht's. Gut die Hälfte des Teiges auswallen.
genügend Mehl nehmen. Schauen, dass der unten nicht klebt. Du kannst natürlich die Creme und den Teig auch schon am Vortag herstellen. Ich nehme gerne so eine Platte, leicht mit Urdinkelmehl bestauben. Dann rutscht der Teig schön hier hin und her. Und dann kann ich ihn perfekt über die ausgefettete Form stürzen. Rand drunter legen. Hier habe ich nicht gut gezielt, dann einfach etwas ansetzen, sieht nachher niemand mehr. Das ist ein sehr mürber Teig, bewusst. Macht das Handling nicht ganz einfach, wichtig ist die Kühlzeit einzuhalten und dann hier sauber oben abziehen. Gute 3 mm Dicke. Dann machen wir Löcher in den Boden rein. Die Form hat übrigens einen Durchmesser von 28 cm. Die Creme etwas aufrühren. Und einfüllen. Schön verteilen. Den restlichen Teig auswallen. Hier noch ein bisschen zurechtformen, dass der schön geschmeidig wird. Auch circa auf 3 mm Dicke auswallen. Ist auch nicht schlimm, wenn es etwas dicker ist. Dann hier mit den zwei Eiweiß, die wir ja noch übrig haben, den Rand etwas anstreichen. Nochmal den Trick mit der Platte machen. Teste hier, dass der hin und her wippt. Und dann kann man den sauber darüber legen. Rand etwas andrücken und mit einem Messer abziehen. Dann gehe ich hin mit den Fingern und korrigiere mir das noch ein bisschen aus und drücke den Rand schön runter. Durchs Abschneiden gibt es manchmal so ein bisschen eine raue Stelle. Mit den Fingern einfach noch abdrücken. Das kannst du auch mit einer Gabel machen. Ich finde es cool, mit den Fingern hier einfach etwas reinzudrücken. Mehlige Finger, dann klebt es nicht. Und du musst hier ein bisschen zügig arbeiten, denn der Teig ist sehr mürbe, nicht dass der abbricht. Damit will ich dir keine Angst machen, aber so eine Platte ist hilfreich, das hin und her wippen oder auf einem Backpapier oder einer Folie auswarmen, damit du das Ganze schön stürzen kannst. Jetzt noch mit Eiweiß die Oberfläche bepinseln. Mit einer Gabel hier Löcher reinmachen, damit die Luft entweichen kann. Immer schön versetzt. Die Oberfläche mit Pinienkernen dekorieren. Dieser Kuchen ist dir sicher schon mal begegnet, falls du nähe Gardasee, Toskana, schon mal in den Ferien warst. Da gehen ja sehr viele Schweizer, Österreicher und Deutsche hin. Beliebtes Ferienziel, dann hast du diesen Kuchen sicher schon mal gesehen. 180 Grad ist der Ofen vorgeheizt, Ober-Unterhitze, reinschieben und backen. Ich empfehle hier, den Kuchen eher runterzunehmen als in einer unteren Rille, damit der oben nicht zu dunkel wird. Nach 45 Minuten bei 180 Grad ist unsere Torta gebacken. Schönes Schmuckstück.
lege ich mir hier auf ein Gitter zum Auskühlen. Der Kuchen ist ausgekühlt, wichtig gut auskühlen lassen. Jetzt zeige ich dir, wie du den am besten zur Form rausbekommst. Ich nehme meine Platte, drehe das Ganze einmal um, entferne die Tortenform, nehme mir einen passenden Teller, wo ich ihn anrichten will und drehe ihn zurück. Wichtig ist einfach, gut zusammenpressen, nicht gleich verdrücken, aber nicht zu locker halten, nicht, dass dir der Kuchen rausflutscht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, mit einer Palette reingehen und rausheben, aber weil der so mürbe ist, kann man ihn gerne verletzen. Schneiden wir rein, nein, noch nicht. Puderzucker, wichtig. Er sieht so aber auch schon hübsch aus, aber klassisch haben wir hier noch etwas Puderzucker drauf. Jetzt schneiden wir rein. Da merke ich schon, wie schön mürbe der Teig ist. Und guck dir mal diese Sensation an. Teig schön durchgebacken, oben gleich viel Teig wie unten, die Füllung richtig backstabil, aber trotzdem immer noch cremig. Genauso muss das aussehen. Ich habe das Vergnügen. Vanille, Orangenaroma strömt in die Nase rein. Knusprig, saftig die Vanillecreme, fruchtig im Abgang. Richtig schöner Kuchen, ein Klassiker. Einfach lecker. Dann oben auch noch der Crunch durch die Nüsse. Ah, richtig schön. Unbedingt nachbacken, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.